Stolberg, zu Recht die Perle des Südharzes genannt, ist Luftkurort, historische Europastadt und Thomas-Münzer-Stadt zugleich. Eingebettet in ausgedehnte Buchen- und Mischwälder schafft das nahezu vollständig erhaltene Fachwerkensemble aus dem 15. bis 18. Jahrhundert ein ganz besonderes Flair, das vor allem im Sommer, aber auch jetzt im Winter mit Abstand die meisten Touristen in den Landkreis lockt. Von dem prachtvollen Rathaus im Zentrum über das Schloss hoch über der Stadt, die Stadtkirche St. Martini bis hin zum Josefskreuz oder der Höhle Heimkehle. In Stolberg und Umgebung gibt es viel zu entdecken. So auch zwei interessante Museen, das kleine Bürgerhaus, das zu den ältesten Gebäuden zählt, und die alte Münze in der beeindruckenden Niedergasse. Hier wird jedes Jahr mit Start am 1. Januar eine neue Medaille herausgebracht und im großen Balancier von Hand geprägt. Auch Familie Kaden, die ein besonderes Verhältnis zu Stolberg hat, da vor 60 Jahren hier ihre Ehe geschlossen wurde, machte sich am zweiten Prägetag am 6. Januar auf den Weg. Das Pärchen aus Questenberg fand den Münzgesellen Heinz Ortmann bei der Arbeit vor. Er war gerade dabei, den an diesem Tag 11. 20 Gramm Feinsilberrohling in eine fertige Münze zu verwandeln. Das Motiv in diesem Jahr kommt übrigens aus Questenberg und heißt die Queste und das Questenfest. So war es also kein Zufall, dass Familie Kaden eine Medaille zum Preis von 39 Euro erwerben wollte. Also dieses Jahr ist die Queste drauf, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Südharz. Der Questenverein war ganz zahlreich vertreten zum Anbringen am 1. Und wir hoffen, dass wir mal ein paar mehr verkaufen wie voriges Jahr. Ansonsten, die Auflage liegt ja meist so im Bereich von 400. Und für Sammler ist das natürlich ganz interessant. Wie viele Münzen haben Sie schon gemacht, wie viele verschiedene? Das ist jetzt der 16. Was macht Questenberg so besonders? Da ist erstens mal botanisch viel zu sehen und ja, Geschichte. Geschichte. Wir haben eine Burg, wir haben die Queste. Sie können also jedem empfehlen, da auch mal hinzukommen? Ja, natürlich. Wir haben auch eine Gaststätte. Der Roland nicht zu vergessen. Oh, Entschuldigung, der Roland, das ist ja der ganz gut. Der Weg. Ja, schon vorhin ja. Und während sich Frau Kaden über die frisch geprägte Münze freute, wies Herr Ortmann auf weitere Highlights im Museum hin. Also zu sehen gibt es eine historische Münzwerkstatt aus dem 18. Jahrhundert, die auch voll funktionsfähig wäre, aber natürlich mit ziemlich viel Zeit und Personalaufwand. Dann haben wir jetzt eine kleine Sonderausstellung, eine neue Backmodeln. Das ist aus Holz geschnitzt, wo man früher zu allen Anlässen damit gebacken hat, Plätzchen und Kekse, nicht nur heute zu Weihnachten. Und dann haben wir eben insgesamt eine größere Münzausstellung über Stolberg, Stolberger Münzen, über die Stadtgeschichte, ein Stadtmodell, ein kleines Stolbergzimmer, von was ehemalige Stolberger alles gesammelt haben. Schön. Und wir bieten auch jeden Sonnabend eine Abendführung an für die Gäste. Wenn man tagsüber unterwegs ist im Harz, kann man dann abends sich nach dem Abendbrot hier noch informieren. Wir haben hier rundherum Wege um Stolberg, man kann zur Josefssee wandern, kann da um sich stärken und wieder runter. Das ist ein sehr schöner Rundweg von knapp 9 Kilometern, also 4,5 ungefähr eine Strecke. Wenn hier dann mehr Schnee liegt, verleihen wir auch Schlitten. Also können Sie zur Josefssee hochwandern und können mit den Schlitten runterfahren. Und noch ein weiteres Event wirft in diesem Jahr seine Schatten voraus, wie die freundlichen Museumsdamen betonten. Ja, wir versuchen wieder dieses Jahr ein Mittelalterfest im Mai aufzuführen und da wird wahrscheinlich auch wieder ein neues Stück über Thomas Münzer aufgeführt, was unter der Leitung von Thomas Bayer einstudiert wird, von Laien und vom Anderswelttheater. Wo wird das stattfinden, hier direkt? Nee, wir wollten versuchen, dass wir die Freilichtbühne in Gang kriegen. Und ich hoffe, dass ein paar Leute mehr mitmachen, weil wir jetzt erst nur 15 Leute sind und das ist ein bisschen wenig für das Stück. Vielleicht findet der eine oder andere Stolberger ja noch Interesse am Theaterspielen. Gewandert wird jetzt schon gern. Zum Beispiel auf den Hausberg mit der Lutherbuche und einer neuen Lutherbank am Fuß des Berges. Auch hier ist ein Besuch nur wärmstens zu empfehlen.
Und ein gesundes neues Jahr an alle Zuschauer vom Regionalfernsehen.